Der neue Miele Staubsaugerroboter Scout RX3 Home Vision HD geht aktuell für roundabout 700 Euro über die Ladentheke. Spannend, denn Miele ist für mich der attraktivste deutsche Hersteller im Bereich der Haushaltselektronik und international eine große Nummer. Seit knapp 100 Jahren produziert Miele Staubsauger. Los geht's! Geliefert wird eine Ladestation mit Netzteil, der Scout RX3, ein Magnetkabel, das dem Roboter als physische Sperrlinie dient, wir aber hoffentlich nicht brauchen, weil das mit der Scout-App digital möglich sein sollte. Dann eine Fernbedienung mit mitgelieferten Batterien, je zwei Paare verschiedenartiger Seitenbürsten und die Bedienungs- und Schnellstartanleitung. Technische Daten, ja, mit 8,5 cm Bauhöhe ist das Modell ungewöhnlich flach, weil Miele auf den bei anderen Geräten üblichen Laserturm verzichtet. Das macht eine saubere Navigation herausfordernd und so sollen zwei HD-Frontkameras für eine präzise Objekterkennung sorgen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Nach 120 Minuten fährt das Modell automatisch zur Station zurück und lädt sich in 4 Stunden komplett auf. Von der Basisversion des RX3 mit nur 60 Minuten Laufzeit rate ich dringend ab. Der Staubwert hat ein durchschnittliches Volumen von 0,4 Litern und Teppiche werden bis 1,7 cm überwunden. 8 Besonderheiten und die App. Erstens, die Objekterkennung ist das Aushängeschild dieses Modells und das finden wir nur im High-End-Segment, wie zum Beispiel bei den Konkurrenten Roborg S6 Max V oder Ecovacs T8 Ivy. Die Kamerabilder werden hier verschlüsselt an die App gesandt und ihr habt dann Fernzugriff auf den Roboter mit Livestream und könnt das Modell zeitgleich manuell steuern. Die Kameras sind allerdings auch für die Navigation wichtig, weil sie dem Roboter ermöglichen, sich zu relokalisieren und so eine Raumkarte per App zu erstellen, mit der ihr dann wiederum arbeiten könnt. Und das heißt dann, Sperrbereiche und Reinigungsbereiche sind möglich. Die Karte ist aber nicht sehr akkurat, sodass man hier schätzen muss, wenn man einen Bereich setzt. Das Modell hat nicht nur eine Rollbürste, sondern einzigartigerweise noch eine Dichtlippeneinheit, mit der die Ansaugung dann fokussiert wird. Ob das zu einer besseren Reinigungsleistung führt, das sehen wir gleich. Viertens, es gibt eine Taste-Climb-Funktion und mit der könnt ihr die Überfahrtshöhe von 1,7 cm auf 0,6 cm reduzieren, wenn ihr zum Beispiel verhindern wollt, dass der Roboter über Schwingstühlen hängen bleibt. Eine 20-armige Seitenbürste gab es noch nie. Fast alle Geräte haben nur 3 Arme. Laut Bedienungsanleitung soll man für Teppiche die 6-armige Seitenbürste verwenden. Das habe ich ignoriert und mir Fehlercode 4, Überlastung der Seitenbürsten, eingehandelt, war aber kein Problem. Sechstens, wir haben ein LED-Display, das zeigt euch die wichtigsten Infos an. Es ist ein Touch-Display mit Wi-Fi-Anzeige, mit Videoanzeige, Uhrzeit und dem jeweiligen Reinigungsmodus, Start-Stopp-Taste und so weiter. Alle Infos auf den ersten Blick. Eine Akkuladestandsanzeige ist auch dabei. Das Modell leuchtet hier grün, wenn er mindestens 50% Akku hat. Siebtens, wir haben eine zuverlässige Teppicherkennung. Durch erhöhten Widerstand merkt das Modell, aha, da ist ein Teppich, und schaltet in den Boost-Modus. Achtens, das Modell hat schwenkbare Seitenbürsten. Und warum das so interessant ist, das sehen wir jetzt im Reinigungstest. Denn hier hat der Miele auf Hartboden außergewöhnlich gut performt. Genau genommen ist das die Bestleistung aller Modelle, die wir getestet haben. Es wären sogar 100% drin gewesen, denn der Boden war komplett sauber. Der Staubbehälter allerdings so randvoll, dass 2 Körner im Saugschacht hängen geblieben sind. Den Unterschied machen neben der 20-armigen Seitenbürste wohl insbesondere die schwenkbaren Bürsten, denn die hat alle Ecken komplett gereinigt. Und ich dachte bisher, das sei unmöglich. Das hat bisher kein Modell geschafft. Geniale Erfindung von Miele. Hut ab, das werden sich wohl einige abschauen. Auf Teppich hat das Modell dann komplett versagt. Das Modell zeigt hier von Anfang an Probleme mit dem Navigieren. Ich vermute, dass hochfloriger Teppich ab einer gewissen Länge die Hindernissensorik dieses Modells triggert. Es wurde also mehrfach abgebrochen. Ein verwertbarer Test war so unmöglich. 42,5% wurden bis zum Abbruch aufgenommen. Das wäre das bisher schlechteste Ergebnis. Es ist also hier ein unfassbarer Spagat. Dann kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Also, die Ladestation ist top, Kabelmanagement auf der Rückseite mit 2 Ausgängen, je nachdem wo eure Steckdose ist, Grip haben wir unten drunter und optional auch extra Grip, denn wer einen rutschigen Boden hat, der kann die Station auch optional ankleben. Zweitens, das Gerät ist rund 1 cm flacher als andere Staubsaugerroboter. Drittens, wir haben eine starke Filtereinheit, Vorfilter, HEPA-Filter, Upload-Filter. Hier wurde mehr investiert als bei anderen Modellen, was Allergiker freuen dürfte. Ein cooles Reinigungswerkzeug gibt es auch. Viertens, super beim Datenschutz, denn das WLAN-Modul lässt sich entfernen, um dem Nutzer völlige Sicherheit mit den verwendeten Daten zu garantieren. Dann geht die App zwar nicht mehr, aber man kann ja immer noch das Touch-Display oder fünftens die mitgelieferte Fernbedienung benutzen. Etwas oldschool, aber eine praktische Alternative. Sechstens, wir haben eine phänomenale Reinigung auf Hartboden. Siebtens, das Ding kann als einziger Saugroboter zuverlässig die Ecken reinigen.
Dann haben wir allerdings auch 7 Nachteile. Erstens, schwacher Akku. 120 Minuten sind zwar noch okay, wenn aber gestreamt und die Boost-Funktion genutzt wird, dann schmilzt auch hier die Laufzeit. Zweitens, wir haben eine sehr schwache App. Installation war noch super, aber allgemein ist die App leicht buggy und die funktionellen Möglichkeiten der App sind mit dem, was im Jahr 2021 so möglich ist, leider sehr schwach. Nach über 80 getesteten Staubsaugerrobotern bin ich da mittlerweile einen ganz, ganz anderen Standard gewohnt. Drittens, wir können nur eine Map speichern und sofern er sich bei der Erstellung der Karte festfährt, was mir zweimal passiert ist, dann könnt ihr von vorne beginnen. Das Modell hatte beim dritten Durchlauf auch nur eine halbe Karte. Viertens, keine Wischfunktion, die in jedem modernen Gerät Standard ist. Fünftens, Navigation. Hier soll angeblich smart navigiert werden zwischen Giro, Infrarotsensor und den Kameras. Auf mich wirkt das ehrlich gesagt stumpf statt smart, so wie man es von 200 Euro Giro-Modellen vor 2 Jahren kennt. Sechstens, der Roboter ist einfach nicht benutzerfreundlich. Sowohl die App als auch die Reinigungsweise des Roboters ist mit Ausnahme der Installation was zum Durchwurschteln und das nicht auf eine positive Weise. Siebtens, es ist kein Vergleich zur populäreren Lasernavigation, die deutlich präziser arbeitet, indem Raumgrenzen abgefahren werden und dann innenliegende Bereiche optimal berechnet werden und eine selektive Raumreinigung mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten da üblicherweise verfügbar ist. Der RX3 zieht seine Bahnen in S-Linien und wenn er auf irgendwas stößt, dann dreht er um und meiner Ansicht nach tastet er sich auch viel zu viel durch die Umgebung. Ja, Preis-Leistung. Also, der Miele Scout RX3 ist ein Produkt, das punktuell Akzente setzen kann und dann Alleinstellungsmerkmale und die beste Hardbodenreinigungsleistung mit sich bringt. Es gelingt aber nicht aus dieser kreativen Schaffenskraft und herausragenden Einzelelementen ein allgemein überzeugendes Produkt zu formen. Obgleich Miele eine deutsche Firma ist, steckt in diesem Produkt vermutlich viel LG, denn Miele hat sich im letzten Jahr Patentrechte von LG für Staubsaugerroboter-Technologie gesichert und das Modell wurde auch in Korea produziert. LG kenne ich eher durch Fernsehertechnologie, die waren zusammen mit Samsung die ersten, die einen 8K-TV für den Consumer Market gelauncht hatten. Hier noch ein Eindruck auf der IFA mit dieser wunderbaren TV-Wall. Aber für gute Saugroboter ist LG nicht bekannt. Die hat mal einen Homebot, der ist aber auch irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ansonsten haben wir beim RX3, wie gesagt, keine Wischfunktion. Das ist nicht dramatisch. Aber es gehört zum Standard, den man selbst in einer weitaus günstigeren Preisklasse erwartet. Preislich vergleichbare Geräte sind intelligenter, liefern wesentlich mehr. Zum Beispiel gehören auch Absaugstationen im Premium-Segment seit diesem Jahr zum guten Ton. Ja, wie bei iRobot ist es keine gute Idee, auf die Lasernavigation zu verzichten, weil das einfach Nachteile mit sich bringt und da kann man keinen so hohen Kaufpreis ansetzen. Um es in aller Klarheit zu sagen, in Sachen Intelligenz ist das Gerät maximal auf dem Niveau vom 200 Euro teuren Dreamy F9 oder einem Truber Finder mit einem Kaufpreis von 160 Euro sogar unterlegen und damit kommt dann auch der Frust in der Anwendung. Wie erwähnt, meine ersten 3 Reinigungsrunden waren Problembeladen. In Runde 1 verbringt er eine halbe Stunde unter dem Couchtisch. In Runde 2 bleibt er an den Kabeln hängen und Runde 3 hat er irgendwie nur halb beendet. Gegen vergleichbar teure Modelle wie den derzeit führenden Roborock S7 inklusive Absaugstation hat der Miele absolut keine Chance. So sieht die Realität aus. Miele ist eine Topmarke, aber in der Saugrobotik hinken die hinterher. Das Modell eignet sich nur für einen begrenzten Käuferkreis und zwar für hartgesottene Miele-Fans, denen Datenschutz besonders wichtig ist oder die darauf spekulieren, dass die Haltbarkeit bei diesem Gerät besser ist oder ansonsten auch für Nutzer, die wegen flacher Möbel eine geringe Bauhöhe brauchen. Aber auch da gibt es ja eine smartere Variante mit dem 360 S10. Ansonsten ist die größte Stärke natürlich die Hardbodenreinigungsleistung. Aber wenn ihr so viel Geld ausgeben wollt, würde ich euch empfehlen, auch unseren Testbericht zum Roborock S7 und der neuen Absaugstation anzuschauen. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und ansonsten bin ich auf eure Meinung zum RX3 Scout Home Vision HD gespannt und auch eure Erfahrungen mit Miele. Also bis dahin, ciao!